Höchst ansteckend. Schon gewusst, wir befinden uns momentan eigentlich nicht nur in einer Pandemie, sondern auch in einer sogenannten Infodemie. Das heißt eigentlich erstmal nur, dass wir momentan von Informationen zur Corona-Pandemie überhäuft werden. Darunter sind aber auch viele Miss- und Desinformationen. Warum genau sind Falschinformationen so ansteckend und bist du schon mal auf Fake News reingefallen? Mehr als 2,9 Milliarden Menschen weltweit nutzen Social Media regelmäßig und für einen längeren Zeitraum. Es ist dadurch unfassbar einfach geworden, Informationen zu teilen und ihnen eine große Reichweite zu geben. Gerade jetzt zu Zeiten von Covid-19 werden wir von Schlagzeilen nur so überhäuft. Und es wird besonders schwer, wahr von falsch zu unterscheiden. Vor allem, wenn Beiträge viral gehen und wir sowieso schon besorgter sind als sonst. Vieles davon hat mit Vertrauen zu tun. Das heißt, wenn jemand, dem wir vertrauen, Informationen online teilt, werden wir den Informationen sehr wahrscheinlich auch eher trauen, als wenn es jemand anders teilt. Unser Gehirn reagiert vor allem auf neue Dinge sehr stark und schenkt ihnen viel Aufmerksamkeit, da vor allem Neuheit mit einer potenziellen Belohnung und damit einer einhergehenden Dopaminausschüttung assoziiert ist. Eine funktionelle MRT-Studie von Brady und Kollegen aus dem Jahr 2017 zeigte zum Beispiel, dass der Thalamus und der sensorische Kortex besonders sensitiv gegenüber überraschenden und unvorhersehbaren Vorkommnissen ist. Und wie genau verteilen sich diese Falschinformationen? Früher haben wir die Informationen aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung bekommen und allenfalls zwischen Freunden und Familien geteilt. Heute hingegen ist es sehr einfach, eigene Geschichten zu schreiben und ungefiltert mit wesentlich größeren Gruppen von Menschen zu teilen. Häufig befinden wir uns dabei in einer sogenannten Blase, einem isolierten Raum, in dem Nachrichten nur mit Menschen geteilt werden, die ohnehin schon die gleiche Ansichten teilen. Alles, um Anerkennung für die eigene Sichtweise zu erhalten. Generell fühlen wir uns eh schon eher zu Quellen hingezogen, die eh schon unseren eigenen Sichtweisen entsprechen. Das wird auch Confirmation Bias genannt oder Bestätigungsverzerrung. Und das führt dazu, dass wir oft selbst nicht mehr erkennen können, was der Wahrheit entspricht. Wenn wir bereits an Verschwörungstheorien glauben zum Beispiel, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass wir wieder an eine neue Verschwörungstheorie glauben, die sich gut in unser Weltbild einfügt. Wer verteilt eigentlich diese Falschnachrichten und warum? Eine Studie hat sich damit ein bisschen genauer auseinandergesetzt und hat herausgefunden, dass 80% der Falschaussagen von gewöhnlichen Leuten kamen und 20% von Politikern und Prominenten. Die wiederum haben aber 69% der Interaktionen dargestellt. Und die Gründe dafür? Naja, einige wollen sich wirklich einfach nur wichtig tun und ein bisschen Unruhe stiften, aber für andere Leute könnte sich sogar ein wirtschaftlicher Vorteil daraus ergeben, indem sie Dinge verkaufen können.